Vielleicht kannst du mir mal Folgendes zeigen. Ja? Wenn wir mal ganz kurz eben da drüben. Ja? Willst du mit mir jetzt? Nein, mich interessiert ja Folgendes. Also Stefan Raab, ich weiß ja nicht, wie fit er ist. Also es gibt ja Bilder, da sieht er nicht so fit aus. Ja, geh davon mal, aus. Der können wird wir das schon mal trainieren. Ganz kurz eben einblenden. Was dass möchtest wir mal, du jetzt von Ich will mir? Einfach nur mal wissen, guck mal, der Stefan Raab ist ja, glaube ich, 1,81 Meter. Ich brauche das Mikrofon gar nicht. Der ist, glaube ich, 1,81 Meter. Guck mal, da sehen wir ein Foto. Guck mal, so soll er angeblich ausgesehen haben. Ja, ich glaube, das können wir getrost Ob das vergessen. Der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Ja. Aber der ist 1,80, du bist 1,60. Genau, so. Ich habe jetzt hohe Schuhe an. Ja. Aber das Wichtigste ist jetzt, eigentlich beim Boxen, ja. dass man wirklich die Distanz hält. Und das ja. war für mich eigentlich jetzt so das Schwierigste im Training, dass ich wieder die Distanz zu meinem Gegenüber finde. Das heißt, wenn du jetzt eine Karte schlägst und ich, ja. wirst du auf jeden Fall treffen. Schau mal, wie viel Platz bei mir noch ist. Ja. Und du bist aber bei mir schon im Kinn. Das heißt, ja. 1-zu-1-Situation, er wird treffen, ich nicht. Ja. Das heißt, ich muss verkürzen und muss rangehen. Aber ich bin ja beweglich. Ich mache aber ja dann auch du bist hier. Beweglich, verstehst genau. Du? Ja, ich bin ja hier. Ja, sieht so. Sehr gut aus. Genau, und das ist der Punkt. Ich muss versuchen, dir den Weg abzuschneiden, die Distanz zu überbrücken und schneller zu sein, dass ich vor dir dran bin. Und das ist eben das, was ich jetzt im Training auch übe, ja? Weil das ist tatsächlich über die Jahre verloren gegangen, dieses Gefühl, du willst es wissen, nee, ne? Die Musik. Ja, du aber ich muss dir recht geben, Kim hat total recht, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt, das, ja. da würde ich wirklich sagen, nee, das kannst du nicht machen. Also, ja, aber weißt soll du? Ich dich zum Essen einladen? Da würde ich sagen, ja. aber... Ja, wir gehen lieber essen. Ja, glaube ich auch. Naja. aber sagt... Tatsächlich ist es genau das, ja. was ich im Moment auch im Training mache, nämlich wieder diese Distanz eben zu überbrücken, dass ich schnell quasi am Mann bin und dann eben auch meine Schläge gezielt setzen kann. Weil das ist der sogenannte Ringrost, den man natürlich über die Jahre bekommt. Der Ringrost? Ja, den muss ich erst mal abschütteln. Ja. Atze hat schon wieder drei Gags im Kopf, aber sag mal, glaubst du denn, dass Stefan Raab fit ist? Also ich meine, du hast ja gesagt, du bist 47, so. Ja. Ich glaube, Stefan ist ein paar Tage älter. Also glaubst du, dass der Wettkampf tauglich klingt so negativ? Also ich meine, du kennst ihn ja ein bisschen. Also so wie ich ihn einschätze, würde ich sagen, dass ich auf den fittesten Stefan Raab treffen werde, den es gegeben hat das bis jetzt. Ich auch. Ja, auch. Ja? Ja, also muss man ganz klar sagen, ich habe hier die Katze im Sack gekauft, ich habe also den Vertrag unterschrieben und seitdem habe ich nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Und ich, ja. und ich glaube, das wird auch so bleiben bis wirklich zum 14. September. Und da werde ich das erste Mal auf ihn treffen. Also ja. Mach ihn fertig. Anspannung ja. nicht ja. zu überbieten. Ja. Aber eine Kampfbörse von 25 Millionen, da sollte ja auch dann ein bisschen was kommen. So. Nein, Spaß so. Beiseite. Wir freuen uns sehr auf diesen Boxkampf zwischen dir und Stefan Raab im September. Und toll, dass du... hast schon gesagt, du ja, kommst, ne? Ich bin auch, ich setze mich auf jeden Fall, ich sitze in deiner Ecke und du suchen sagst... Wir suchen noch einen Nummernboy. Okay, ich bin dabei. Meine Damen und Herren im Riverboat, Riesenapplaus für Regina Halmi.